Er guckt meine Videos nicht, der guckt meine Stories nicht und der hört mir auch nicht zu. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von mir. Heute tatsächlich mit zwei Special Guests, die nicht in meinem Raum sind. Also stay home. Und ich bin jemand, ich habe das Gefühl, ich bin der einzige Mensch in meinem ganzen Freundeskreis, der es einfach noch ernst nimmt. Also, keine Ahnung, man kann jetzt sagen, was man will. Ich will das jetzt auch gar nicht hochbauschen. Ich mache mir auch meine Gedanken, inwieweit ich vielleicht übertreibe. Also mittlerweile komme ich mir teilweise so vor, als würde ich es irgendwie zu ernst nehmen. Ich bin langsam ein bisschen lost. Aber egal, ich möchte gar nicht, dass es so ein Depri-Video wird. Ich möchte, dass es ein bisschen gute Laune wird. Und da ich meine Liebsten, also Marcel kann ich ja sehen, aber ich dachte, das wäre dann irgendwie trotzdem weird, wenn er jetzt hier wäre und meine Schwester nicht. Ich mache ein Video mit Marcel und meiner Schwester. Wer kennt mich besser? Und ich bin mega gespannt, was die zwei sagen werden. Die ultimative Challenge kann also losgehen. Okay, Leute, da bin ich auch am Start. Ich bin mal gespannt, welche Fragen sich Sonny heute überlegt hat und wie ich diese Fragen, ja, ich sag mal so beantworten kann, dass ich danach nicht von ihr gehauen werde. Let's go. Die allererste Frage war, für welche Pizza würde ich mich zwischen allen Pizzen, die es so im Restaurant und sonst wo gibt, entscheiden? Also wie würde ich mir meine Traumpizza belegen? Warte, ich habe Angst, das hört, ich mal kurz Fenster zu. Also ich weiß ja seit gestern, dass ihre Lieblingspizza Rucola Parma ist, neuerdings. Aber es geht jetzt, glaube ich, um Pizzen, die es noch nicht gibt, wie sie ihren Traumbelag quasi machen würde, wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Ich würde sagen, auf jeden Fall als erstes irgendein geiler Käse, also vielleicht ist so ein Bergkäse oder so. Schwierig. Vielleicht so Mini-Piccolinis auf der Pizza verteilt. Das wäre doch mal was. Also, ist auf jeden Fall eine Option. Also ich liebe Piccolinis über alles. Sie hat es eigentlich schon richtig gemerkt. Ich habe ja auch sogar so eine Instagram-Umfrage gemacht. Das war auch so ein bisschen so ein kleines, also ich habe ein Instagram-Quiz gemacht, wo ich gesagt habe, was meine Lieblingspizza ist. Und da war Pizza Rucola Parma Schinken. Und da hat sie mich angeschrieben und meinte so, hä, seit wann? Deine Lieblingspizza ist Pizza Salami? Und ich war so, nein. Ich bin mir selber nicht mal sicher, ob ich Spinat, Gorgonzola oder Parma Rucola am meisten mag, aber laut meiner Schwester ist Salami, war es glaube ich auch mal vor lange, aber auf jeden Fall ist Parma Rucola und das hat sie ja richtig beantwortet, das andere hat sie falsch verstanden. Mal gucken, was Marcel jetzt sagt, weil Marcel guckt glaube ich meine Insta-Stories nicht ganz so gut wie meine Schwester. Also wenn ich mich richtig erinnere, würde sich Sonny glaube ich für eine Pizza Margherita einfach entscheiden und im Zweifelsfall vielleicht so, obwohl, oh mein Gott, würde sie? Und oh mein Gott, Sonny muss mir wieder meine Haare schneiden, was ist das denn hier? Was, ob ich graue Haare hätte? Ich glaube, sie würde sich für eine Pizza Margherita entscheiden. Und ich hoffe, sie haut mich nicht. Okay, Marcel hat komplett verkackt. Ich muss sagen, manchmal bin ich schon in diesem Modus, aber nur, wenn es Pizzerias sind, wo es nicht so viele Sorten gibt, die ich mag. Zum Beispiel, ich mag das immer nicht, wenn dann da so Barbecue-Soße und alles sowas drauf ist. Es gibt voll wenige so Classy-Läden. Es gibt auch super wenig Pizzaläden, wo es Rucola mit Parmaschinken gibt, Leute. Gibt's einfach fast nie. Also Margherita, ja, mag ich, ist okay. So kommt halt auch dann auf die Margherita-Pizza an, weil ich finde, manche Margherita-Pizzen sind so richtig lost. Also das ist dann so richtig, ne, wirkt einfach wirklich wie nur so der Boden. Aber wenn so Margherita geil gewürzt ist und so, ist auch lecker. Aber falsch. Der Punkt geht definitiv an meine Schwester. Die zweite Frage ist, was war mein allererstes Reiseziel, zu dem ich geflogen bin? Und ich hoffe, dass das Wort geflogen ernst genommen wird, weil mein allererstes normales Reiseziel war Österreich. Mit meinen Eltern, die sind gefühlt mit mir jedes Jahr nach Österreich gefahren. Aber ja, ich verrate euch gleich, was die Lösung ist. Oha, das ist ja voll unfair. Da hat Corinna ja den Mega-Vorteil. Boah, ich glaube, das war auf jeden Fall in der Schulzeit, weil ich glaube, sie ist schon mal in der Schulzeit geflogen und nicht erst danach. Davor auf keinen Fall. Ich würde sagen, Nizza. Seid ihr da hingeflogen? I don't know. Okay, das erste Reiseziel, wo sie hingeflogen ist. Die sind früher immer... Aber geflogen ist sie erst relativ spät. Mit ihren Eltern ist sie nie geflogen. Deswegen würde ich sagen, es war bestimmt irgendeine Klassenfahrt, oder? Es war auf jeden Fall nicht ihre Abifahrt. Ich würde gerne Malta sagen, aber ich glaube, das war später. Aber ich weiß nicht, bei welcher Klassenfahrt sie geflogen ist. Deswegen nehme ich einfach Malta. Also, Malta ist falsch. Nizza ist tatsächlich richtig. Das war eine richtig, richtig geile Kursfahrt, die wir mit der Schule gemacht haben. Alter, wer fährt denn dann Nizza? Wir hatten eh über die geilen Klassenfahrten. Die waren noch immer richtig teuer. Und das war auch der Grund, warum ich meinen zu Weihnachten sehr oft nichts bekommen habe, sondern so, keine Ahnung, ein bisschen Geld von meiner Oma bekommen habe. Und das musste ich dann sozusagen zu der Klassenfahrt dazugeben. Also, ich habe eigentlich immer die Erlaubnis bekommen, auf die Klassenfahrt zu fahren, mit ein bisschen Geld von meiner Oma. Den Rest habe ich mir ein bisschen dazu gearbeitet oder dann wurde es noch mit Ostern und Geburtstag zusammengepackt oder so. Also wir waren ja nicht so dicke bei Kasse, deswegen, wir hatten schon immer sehr teure Klassenfahrten, um meine Eltern mal dazu entschuldigen. Ich erzähle nämlich voll oft immer so, ja, ich muss sogar meine Klassenfahrten selber bezahlen, beziehungsweise meine Geschenke waren dann immer die Klassenfahrten, aber im Endeffekt hatten wir nicht viel Geld und die Klassenfahrten waren teuer. Ich meine, so eine Nizza-Reise war, hat es schon in sich gehabt. Wir hatten teilweise Klassenfahrten, die 600 Euro gekostet haben, also, und die hatten ja zwei Kinder, wie man offensichtlich in diesem Video sieht. Also 2:0 für meine Schwester. Dritte Frage. Und da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Auf was bin ich am stolzesten an meinem Körper derzeit? Und ich glaube, dass sehr viele von euch das wissen sollten. Falls ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare.
kannst auf alles stolz sein. Nein, also da sie ja jetzt gerade wieder so mehr Sport macht und so, würde ich sagen, ihr Bauch. Wie süß, mein Bauch. Ich glaube, dass sie da so am schnellsten immer so Folge sieht durch Training. Ich würde jetzt einfach mal sagen Bauch, aber natürlich alles schön. Oh mein Gott, das ist... Wie süß! Ich sag noch nicht, ob es richtig oder falsch ist, aber es ist auf jeden Fall eine süße Antwort. Was ist sie am meisten stolz? Vielleicht auf ihren Arsch? Hä? Also auf meinen Arsch bin ich nicht stolz, muss ich sagen. Also ich finde es ganz nice, wie der aussieht, wenn ich Klamotten anhab. So. Ich bin auch happy drüber. Aber zum Beispiel in Badesachen und so mag ich meinen Arsch nicht so gern, weil ich habe halt ein bisschen Zellulite und ich habe auch so 2 Popofalten. Au, too much information. Aber irgendwie, also ich finde, ich bin immer so voll... Also ich gucke mir schon gerne andere Arsch an, weil ich immer finde, das sieht ein bisschen knackiger aus als bei mir. Meiner ist halt so relativ groß. Es kommt wieder alle sagen, mimi, das stimmt überhaupt nicht. Meine Ansichtssache. Aber ich finde, es könnte alles ein bisschen praller sein, also so straffer sein. Wisst ihr, so knackiger. Ah, zurzeit ist sie natürlich am meisten stolz darauf, dass ihre Haare so gut nachgewachsen sind. Natürlich, okay. Das logge ich auf jeden Fall auch ein. Oh, Marcel hat sich noch gerettet, wie ich gerade sehe. Der bekommt jetzt auf jeden Fall den Punkt, weil that is the truth. Also 2-1 für Corinna immer noch. Meine Schwester hat, by the way, auch einen YouTube-Kanal. Die ist immer sehr zurückhaltend und pusht sich da nicht selbst. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal ihren Kanal abonnieren könntet. Den verlinke ich euch ganz oben in der Infobox und ihr auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen könntet. Ich glaube, das würde ihr sehr, sehr gefallen. Also Instagram und YouTube abonnieren. Schreibt ihr, dass ich von mir kommt. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen, wenn ihr sie ein bisschen supportet, weil sie wird jetzt auch immer und immer aktiver. Nächste Frage ist, gegen was bin ich so ein bisschen allergisch. Also es war jetzt keine Allergie, die wir beim Arzt oder so festgestellt haben, aber meine Mutter hat gesagt, ich bin dagegen allergisch und ich wusste das vor lange nicht und ich habe irgendwann gemerkt, immer wenn ich das esse, schwillt mein Mund an, mir geht's nicht so gut und so und dann hat sie gesagt, ja hä, du bist ja auch dagegen allergisch und ich war so, good to know, Mom, thank you for telling me. Ich bin gespannt, ob die beiden Mäuschen das wissen. Kann Thomas beantworten. Dumme Menschen wegen meiner Jacke, die ich mal rausgebracht habe. Allergic to idiots. Auch. Gegen Kiwi und Tomaten, glaube ich. Bei mir ist es ja ähnlich. Ich bin auch gegen Kiwi, also nicht allergisch, aber manchmal brennt so die Lippe und der Mund. Ich glaube, das hat sie auch. Okay, meine Schwester lockt Kiwi und Tomaten ein. Mal gucken, was mein junger Herr Marcello macht. Da handelt es sich um die Kiwi, weil wenn sie ein bisschen Kiwi isst, dann hat sie so eine leichte allergische Reaktion im Mund. Deswegen würde ich da mein Geld auf die Kiwi setzen. Also Leute, ich würde sagen, wir kriegen beide einen halben Punkt, weil Marcello hat nur eine Antwort gesagt, meine Schwester hat 2 Antworten gesagt, das ist aber eins falsch. Kiwi stimmt und ich liebe Kiwi, das ist so scheiße. Aber es geht mir dann auch echt halt nicht so Bombe, aber es sind Kiwi und Ananas tatsächlich. Also Ananas mag ich auch sehr gerne und das ist auch scheiße. Boah, wenn ich schon an Ananas denke, ne, mein Mund, da zieht sich alles zusammen. Also ich würde sagen, beide bekommen einen halben Punkt. Ah, nein, komm, die bekommen beide einen Punkt. Was soll der Geiz? Also 3-2. Die nächste Frage, was ist meine derzeitige Lieblings-App? I'm excited. Also wenn wir jetzt mal so Instagram und YouTube und so rausnehmen als App, weil es ja mehr so Plattformen sind, würde ich sagen, irgendeine Bearbeitungs-App, also vielleicht Lightroom. Ja, Freunde, also Sonnys Lieblings-App. Entweder sie macht jetzt so auf den und sagt, sie bearbeitet gerne Bilder, dann ist es wahrscheinlich Lightroom. Aber eigentlich ist ihre Lieblings... Obwohl, ich sage sogar nicht mal, dass ihre Lieblings-App Instagram ist, sondern ich sage, ihre Lieblings-App ist YouTube. Okay, dieser Punkt geht an keinen von beiden. Ich finde es irgendwie süß, dass die so auf Bearbeiten und so gegangen sind, weil da mag ich schon Lightroom am liebsten, wenn man die Farben und so einfach am geilsten verstellen kann. Aber ich mag zum Beispiel beim Bearbeiten auch Afterlight richtig gern. Aber darauf wollte ich gar nicht gehen, sondern meinte Instagram. Also Instagram ist einfach die App. Klar, es ist auch eine Plattform, aber es ist einfach die App, die ich am meisten öffne. Und YouTube bin ich sehr gerne, wenn ich am PC bin. Also die YouTube-App, da bin ich nicht so oft drin, muss ich sagen. Ich bin eher immer am PC auf YouTube, ja. Und das auch jeden Tag. Halleluja, immer. Das ist mein Leben, immer. Das ist mein Leben. Was ist meine derzeitige Lieblingsfarbe? Derzeitige Lieblingsfarbe ein bisschen helleres Blau als das hier. Mal gucken, ob die beiden Mäuschen das wissen. Babyblau würde ich jetzt gern hören. Da ich das neueste Video geguckt habe, weiß ich, dass sie Pastellfarben feiert. Ich würde sagen Babyblau. Bisschen Babyblauer als das. Das ist ja schon ein bisschen türkis. That is super, Corinna. Das ist schon mal ein Punkt für dich. Jetzt gucken wir mal, was der Mann hier macht. Das ist jetzt 4-2. Gelb? Ist Gelb ihre Lieblingsfarbe? Ich sag einfach Gelb. Leute, ich sag euch doch. Er guckt meine Videos nicht, der guckt meine Stories nicht und der hört mir auch nicht zu. Ich habe nämlich ein Geschirr für Scoops bestellt. Das gleiche, was er jetzt auch hat. Er wird nur immer fluffiger, er kriegt immer mehr Fell, deswegen muss er... Hey Leute, wir haben angefangen bei XXXS und jetzt mussten wir ihm mal wieder S kaufen. Also wir sind immer eine Größe höher gegangen. Und normalerweise haben wir mal schwarz genommen, weil Marcel es immer wollte. Jetzt dachte ich mir so ganz ehrlich, ich bestelle es jetzt einfach in Babyblau und ich freue mich darauf schon voll. Und dann habe ich ihm es geschickt und habe gesagt, das ist gerade meine Lieblingsfarbe. Und oder ich meinte, ich finde die Farbe gerade voll schön. Aber da hat der junge Mann mal natürlich nicht dran gedacht. Gelb. Gelb war, als ich ein Baby war.
Also als ich ganz, ganz klein war, meine Lieblingsfarbe. Aber kann man ja auch gerade denken. Gelb ist eigentlich auch ganz schön. Aber es ist definitiv nicht meine Lieblingsfarbe. Next Question. Da könnte meine Schwester auch einen Vorteil haben, weil ich es auch in einem Quiz gesagt habe. Was ist mein Lieblingsdrink? Und ich meine damit ein alkoholischer Drink, kein Softdrink. Ich würde sagen, mein Softdrink ist es dieser Lipton Sparkling Eistee. Keine bezahlte Werbung, aber es ist auf jeden Fall Sparkling Eistee. Zero. Und bei alkoholischen Drinks auf jeden Fall Gin Tonic. Und jetzt bin ich mal gespannt. Gin Tonic. Weiß ich durch die Instagram-Fragerunde. Ich muss ehrlich sein, ich habe es falsch angeklickt. Ich hatte Moscow Mule genommen, aber Gin Tonic. Und nicht alkoholisch ist es, glaube ich, dieser Eistee. Ich sag Eistee. Meine Schwester ist gut dabei, Leute. Beides richtig. Ich würde sagen, dafür kriegt sie sogar 2 Punkte. 6-2. Gönne ich dir. Schwester. Ich hasse das, wenn Leute, also wenn so Freunde mich Sis oder Schwester oder so nennen. Aber sie ist ja wirklich meine Schwester. Boah, also da ist wahrscheinlich Alkohol mit gemeint, oder? Das Ding ist, bei Sonny wechseln sich die Sachen wirklich oft. Ich sage, ihr Lieblingsdrink ist Gin Tonic. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Das stimmt, mein lieber Herr Gesangsverein. Also kriegst du auch einen Punkt, mein Schwester kriegt aber leider 2. Hey, es ist unfair, aber egal, ich sehe besser. Also 6-3. Ist dein Scheiß ernst, Marcel? Mal gucken, ob er sich jetzt retten kann. Welche 3 Zutaten würde ich auf meine Waffel machen? Kennt ihr diese Waffeln, die wie so ein Döner sind? Also so zum Zusammenklappen. Das meine ich. Ich sag euch gleich die Auflösung, nachdem ich hier meine jungen Burschen gehört habe. Kinderschokolade, Erdbeeren und... Kinderschokolade, Erdbeeren und Joghurtten. Also auf jeden Fall irgendwas Fruchtiges. Erdbeeren nehme ich, mein Nutella, also irgendeine Schokosoße, Erdbeeren und Schokostreusel. Das ist meine Antwort. Oh, krass, Leute. Also, jeder hätte 3 Punkte bekommen können, beide bekommen aber 2. Also, meine Schwester lag richtig mit Erdbeeren und Kinderriegel und Marcel lag richtig mit Erdbeeren und Schokosoße bzw. Nutella. Die Streusel haben es verkackt und meine Schwester haben es die Joghurtten verkackt. Aber ich finde es süß, weil Joghurtten mag ich auch sehr gerne. Aber es wären Kinderriegel, Schokosoße und Erdbeeren. That's my dream waffle. Also steht es jetzt 8-5. Oh, und es gibt nur noch eine Frage. Wie hieß mein Lieblingsparfum, was jetzt aber leider mittlerweile aus dem Sortiment genommen wurde? Und Marcel muss es eigentlich wissen, weil er hat es mir einmal gekauft. Ich glaube aber, dass es nicht das Richtige mehr gab oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ihr kennt ja mein ganzes Drama mit, dass ich mir die ganze Zeit versuche, Dupes zu kaufen, die also annähernd riechen. Habe ich by the way auch gerade drauf. Rieche ich irgendwie nichts mehr von. Super. Oh Gott, ich weiß das. War das Miss Dior? Ich weiß genau, was sie meint. Nee, doch. Ich sage jetzt Miss Dior. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, aber ich glaube, das hieß so. Miss Dior? Ist das die richtige Antwort? Wurde es aus dem Sortiment genommen? Weil das war das, was sie früher auf jeden Fall am liebsten mochte. I don't know. Miss Dior. Ja, dann sage ich Miss Dior. Ich weiß leider kein anderes. Beide kriegen keinen Punkt, weil Miss Dior gibt es noch, aber es hieß Miss Dior Cherie. Und das gibt es nicht mehr. Ich glaube, Marcel hat damals mir nämlich, weil ich habe von ihm einmal dieses Miss Dior Blooming Bouquet oder so bekommen. Und ich glaube, dass das damals dann halt schon aus dem Sortiment war, aber ich fand es halt trotzdem übel süß, dass er mir das mitgebracht hat. Das war so süß. Da hat er noch eine Freundin von mir gefragt, wie mein Lieblingsparfum heißt und so. Aber es riecht halt anders und es gibt es einfach nicht mehr. Das ist so traurig. Ich habe halt so ein Dupe, das riecht wirklich sehr nah da dran, aber es ist halt auch nicht der Duft. Also nicht genau der Duft. Also kriegen beide keinen Punkt und meine Schwester hat wirklich haushoch gewonnen. Ich glaube, ich muss Marcel mal hier halt nochmal hart... Nee, das klingt scheiße. Lass mal das. Ja gut, hab ich gesagt. Du bist ja auch mit deiner Schwester aufgewachsen und die kann das vielleicht alles ein bisschen besser wissen. Ja gut, das habe ich aber. Schaut jetzt auf jeden Fall sehr gerne bei den beiden vorbei. Abonniert sehr gerne meine Schwester auf Instagram. Natürlich Marcel auch, aber ich will, dass ihr meine Schwester supportet, bitte. Und darüber würde sie sich mega freuen. Und natürlich auch mich. Abonniert mich sehr gerne. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und ihr könnt euch auch meine Videotage mal dick markieren. Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Und ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein bei dem nächsten Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!